Eines der beliebtesten Ausflugsziele in Spremberg ist unter anderem der Bismarckturm. Er wurde aus Dankbarkeit gegenüber dem 1898 verstorbenen sogenannten Eisernen Kanzler Otto Fürst von Bismarck am steil aufsteigenden Georgenberg innerhalb des Stadtgebietes von Spremberg gebaut. Die Pläne dazu lieferte der Gubener Architekt Johannes Römmler. Am 1. April 1902 erfolgte die feierliche Grundsteinlegung des Turms und am 1. April 1903, zu Bismarcks 88. Geburtstag, wurde er dann feierlich eingeweiht. Der Turm besteht weitgehend aus Ziegelmauerwerk und ist mit Natursteinquadern verblendet. Im Inneren des Turms befindet sich eine Ausstellung zum Bismarckturm und den ihn umgebenden Stadtpark. Dazu besitzt er zwei Aussichtsplattformen, von denen die obere als Krone ausgeformt ist. Seine stattliche Höhe beträgt immerhin etwas über 20 Meter. Wer möchte, kann natürlich auch die beiden Aussichtsplattformen erklimmen. Dazu gibt es innerhalb des Turmes eine eiserne Wendeltreppe. Und wer die 20 Meter und 84 Stufen dann hinter sich gebracht hat, wird mit einem atemberaubenden Blick über Spremberg und seine Umgebung, bei schönem Wetter sogar, bis hin zu den Bautzner Bergen belohnt. Zur Geschichte des Bismarckturms gehört allerdings auch, dass er am 26. Juni 1950 in Ernst-Thälmann-Turm und am 21. Mai 1951 in Georgenberg-Turm umbenannt wurde. Nach der politischen Wende 1989 allerdings bekam er 1991 seinen alten Namen wieder zurück. Heute ist der Turm Baudenkmal. Sein historischer Wert liegt unter anderem auch in seiner einzigartigen architektonischen Form begründet. Der Bismarckturm stellt aber nicht nur ein wichtiges Zeugnis deutscher Geschichte dar, sondern ist aufgrund seines innerstädtischen Standortes auch ortsbildprägendes Wahrzeichen, Ausstellungsstätte und Aussichtspunkt zugleich. Am 1. April 2003 fand unter großer Anteilnahme der Spremberger Bevölkerung die 100-Jahr-Feier des Bismarckturmes statt. Als Ehrengast nahm Friedrich von Bismarck, Ururneffe von Otto Fürst von Bismarck, hier in Spremberg an dieser Veranstaltung teil.